Gut, ich würde sagen, dann gehen wir einmal da kurz hoch. Und mal gucken, was wir da jetzt machen. Rattenjunge ist schon oben. Wir sollen uns natürlich beeilen. Und wir hüpfen über die Dächer. Boah. Ah, Vivi hat Höhenangst. Okay, ich würde schon sagen, der nervt aber mit seinem Gedränge hier. Hey, zum Verschnaufen haben wir keine Zeit. Ist ja gut, du Sklaventreiber. Hab doch gesagt, die Bretter halten. Ja, ja. Irgendeins wird nicht halten und dann sind wir am Arsch. Haben also doch nicht gehalten. Ja, sehr schön. Ach nee, was haben wir hier? 29 Gil, sehr schön. Ich habe dich ja noch gar nicht gefragt, wie du heißt. Ja, wie heißen wir denn? Vivi bleibt auf jeden Fall. Was heißt hier auch ein Name? Also ehrlich. Der Junge heißt also Puck. Alles klar. Okay. Hier unten haben wir nichts. Da war noch ein Nest. 63 Gil aus. Wird immer schöner. Da haben wir auch noch was. Na, warte ich. Ja. Ich habe ihn gesehen. Der ist nämlich da lang gegangen. 92 Gil. Wow. Okay. Es wird langsam. Joa, einfach hinbrettern und fertig. Auf geht's. Na, dann schauen wir uns mal das ganze Theaterstück an. Ich hoffe, es lohnt sich. Boah, das sieht so wirklich toll aus, ne? Mit den zwei Monden. Und da schleichen wir uns rein. Uah. Stimmt ja, die Mutter von ihr. Ich denke mal eher Stiefmutter, weil die haben nichts miteinander. Der Steiner, oh mein Gott. Ja, er war einer meiner Lieblingscharaktere früher. Ist er auch immer noch. Richtig toll. Und da geht's los. Sehr schön. Die arme Kleine. Die Geschichte, die wir heute Abend erzählen werden, ist eine Geschichte aus bereits längst vergangenen Tagen. Als ihre königliche Hoheit Prinzessin Cornelia die Liebe zu ihrem liebsten Markus verwehrt wird, fasst sie den kühnen Entschluss, das Schloss für immer zu verlassen. Doch ihr Vater, König Lear, findet sie und bringt sie wieder zurück. Unsere Geschichte beginnt damit, wie Markus dies in Erfahrung bringt und sich Cornelias Vater zu allem entschlossen entgegenstellt. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch einen Hinweis an alle Versammelten. Ob ihre königliche Majestät, Königin Brane oder Prinzessin Janet in der Ehrenloge, ob die verehrten adligen Herrschaften auf den Rängen oder unseren Zuschauern auf den Dächern. Bitte halten Sie alle Ihre Taschentücher bereit. Also, ihr wisst Bescheid. Taschentücher raus. Meine sind schon irgendwo hier. Da. Jetzt nicht mehr. Jetzt liegen sie auf dem Boden. So. Okay.
Unsere Mission beginnt. Das Festival hat angefangen. Oh je, die Blitze haben sie aber gut hingekriegt. Wir sind gekommen, um dir beizustehen, alter Freund. Mischt euch nicht ein. Was sprichst du da, Freund? Meine armen Brüder hat er umgebracht. Hinfort mit euch, elendes Pack. Brabbel, brabbel. Dem hauen wir erstmal wieder ordentlich auf den Kopf. Wollen wir mal eine gute Schaueinlage hier bereiten. So, die zwei kleinen hauen wir, glaube ich, zuerst um. Feurio. Wer ist dran? Okay. Wieso kannst du da nicht klauen? Wieso kann er nicht klauen? Oh, der ist ja One-Hit. Ui. Sinner ist gleich am Ende. Okay, wir haben es geschafft. Sehr schön. So muss das. Okay, er verzieht sich. Glaube nicht, die Sache wäre damit beendet, Markus. Bleib stehen. Ja, natürlich. Was zögerst du, Blank? Oh, die Musik klingt schon nach so einem Duell. Warum haben die beiden sich denn jetzt in den Haaren? Oh, ich weiß, was kommt. Ich mache mich schon mal real hier. Ich glaube, ich muss jetzt so ein Duell machen. Also gut, du willst es ja nicht anders. Ganz recht. Folge Blanks Anweisungen. Drücke einer der folgenden Tasten, je nachdem, was er vorgibt. Okay, mal schauen, wie gut wir uns anstellen. Yay! Kein Fehler. Zumindest denke ich das. Von 100 adligen Besuchern schien 100 zufrieden zu sein. Auch Königin Brane schien zufrieden zu sein. Oh, sehr nice. Nee, keine Zugabe. 10.000 Gil! Boah, nice! Das müssen wir festhalten. Wahnsinn! 10.000 Gil. Krass. Dafür, dass wir immer nur so 3 oder 15 oder 90 Gil finden, ist das ganz schön heftig. So, wir haben anscheinend die Leute da kaputt gekloppt und deren Klamotten geklaut. Schon, aber dieser Helm, der müffelt irgendwie. Oh je. Ach du Armer. Meiner müffelt nicht nur irgendwie. Der stinkt wie die Pest. Die Rüstung sitzt auch nicht recht. Am Rücken kratzt es mich irgendwas. In den Stiefeln steht der Schweiß. Oh, die Handschuhe sind glitschig wie ein Aal. Oh, und die Taschen sind voll mit Kekskrümeln. Oh, ist das widerlich. Okay, hab verstanden. Aber sag mal,
Hast du die Viecher dabei? Logo, auf mich ist Verlass. Oh, wie süß. Oh. Niedlich, okay. Dann wollen wir doch mal gucken, wo die Leute sind und wo wir die Prinzessin aufspüren können. Schloss Alexandria. Sehr schön. So, also laut unserer Informationen befindet sich oberhalb der Treppe die Theaterloge der Königsfamilie. Alles klar. Ah, jetzt kommt, glaube ich, gleich die Szene, in der Markus sich in Cornelias Landhaus schleicht. Unbedingt fertig werden, bevor Akt zu Ende ist. Alles klar, dann gehen wir mal schnell hoch. Huch. Ziemlich ungewöhnliche Aufmachung. Verzeihung, würdet ihr mich bitte vorbeilassen? Ja, komm. Sag mal, haben wir uns nicht schon mal irgendwo getroffen? Nein, ich... Okay. Beglubsch einfach das Mädel, was soll's. Nee, so ein hübsches Mädel kann ich nicht einfach so übersehen haben. Okay, also... Autsch. Das war gerade die Prinzessin. Alles klar, dann rennen wir doch gleich mal hinterher. Oh nee, nicht ihr beide. Son, furchtbar sag ich. Son, furchtbar sag ich. Ja, ja. Sag ich und sag ich. Ja, die berichten jetzt wahrscheinlich, dass die Prinzessin weg ist. Nicht da lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist das auch etwa wahr, frag ich. Das ist echt, echt, echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Ich lüg doch nicht, sag ich. Erstmal so schnell wie möglich zur Königin Brane, zack und sag ich. Oh mein Gott. Nicht da lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist es doch echt wahr, frag ich. Das ist echt, echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Ich lüg doch nicht, sag ich. Schnell zur Königin Brane, sag ich. Oh Gott. Die zwei. Oh Mann, oh Mann. Ein dringendes Anliegen. Ja, ja, so ist es. Sehr dringend. Was plustert sich diese Beatrix sich mal wieder auf? Ja, die zwei können sich nicht riechen. Vielleicht sind sie ineinander verschossen, wer weiß. Bla bla, Schwall, Schwall. Ganz furchtbar, sag und sag ich. Okay, dann überbring mal die Botschaft. Aber die Prinzessin ist... Ah ja, wo ist sie überhaupt? Königliches Amulett genommen und sich aus dem Schloss geschlichen. Alles klar. Wie bitte? Was denkt sich diese Göre dabei? Und auch ihr, Hauptmann. Steiner bleibt natürlich, ganz klar. Und immer taucht die Maus in Mitte des Bildes auf. Das ist ein bisschen nervig. Schafft mir sofort Janet wieder her. Alles klar. Dann, ja, Maus, nerv nicht. Ich hoffe, ihr seht die nicht. Pluto-Truppe! Company angetreten! Ja, keiner da. Die liegen vermöbelt in der Kammer nebenan. Tut mir leid, Steiner. Oh, die sind hier schon wieder wach? Was soll das, ihr Komiker? Wo ist der traurige Rest? Die anderen sechs, meine ich. Sechs? Andere sechs, das heißt, er hat acht Leute. Was soll diese lächerliche Darbietung? Auf Befehl von Königin Brane, zieht euch sofort was an und sucht Prinzessin Janet. Okay. Hier in dem Raum waren wir auch noch nicht drin, ne? Also wir konnten hier nicht wirklich rumgucken. Aha, Phönixfeder, hoho.
Hoho, ein Mogri? Ja, Moment, ich gucke erstmal hier so rum. Ah ja. Pluto-Truppe Mitgliedsliste. Der erste ist Hauptmann Steiner, okay. So, Marquardt, Kochel, Lauda, Chanel, Bayreuth, Weimar, Hagen und Märchenheim. So, das heißt, von 9 haben wir 3 hier, also gibt es echt noch 6 andere. Okay, nix da. Nummer 2 und Nummer 3. Potztausend, obwohl ich befohlen habe, die Prinzessin zu suchen, haltet ihr Herren hier also ein Schwätzchen? Los, schert euch. Zack, zack. So, und ich speichere nochmal.